Muss Erdogan sterben, Scharia oder Demokratie? Wie die meisten von uns sicherlich wissen, ist das Thema Erdogan ein sehr, sehr sensibles Thema, mittlerweile auf jeden Fall. Und die Meinung ist hier und die Meinung ist da. Die Meinungen spalten sich ins Extreme. Absolut. Die eine Meinung sagt, er ist der Beste. Die andere Meinung sagt, er muss sterben. Und eine Meinung sagt, Erdogan soll mit der Scharia regieren. Und die andere Meinung sagt, wir wollen nicht die Scharia. Was ist los? Was ist das Problem? Das wird jetzt geklärt. Erst einmal, die Leute, die mich mittlerweile etwas ein bisschen kennen, sie wissen auf jeden Fall, dass selbst wenn ein Islamhasser, der gegen mich ist und der mir den Tod wünscht, und ich weiß, er hasst mich und er hasst den Islam, selbst dieser, wenn er von meinem leiblichen Bruder Unrecht erfährt, so werde ich in diesem Moment sagen, du bist mein leiblicher Bruder, du bist auch mein Bruder im Islam, dieser hasst den Islam, dieser hasst mich und wünscht mir den Tod. Aber in dieser Hinsicht hat er recht. Denn für mich zählt die Wahrheit. Das ist das, was mich persönlich interessiert. Und das ist die Sache. Und ich bin auch kein Politikfan und werde sicherlich niemals ein Politikfan werden. Und es gibt wichtigere Sachen, wie einer, der sagt, ja, Erdogan hier, Erdogan da und dies, das da und dies dort, dorthin und weiß was ich. Fragst du ihn, okay Bruder, aber meine Frage, also erstmal, betest du überhaupt, sagt er dir. Nein Bruder, sagst du ihm. Na gut, was bringt dir das? Was bringt dir dieses Thema, wenn du nicht mal betest? Ich meine, so oder so, was bringt es dir? Ja, was bringt es dir? Was bringt es dir? Und diese Frage geht an jedem. Du Muslim, was bringt es dir? Wirst du damit ins Paradies eintreten, indem du darüber die ganze Zeit sprichst oder was? Oder du nicht Muslim, was bringt es dir? Schließt du dein Studium ab, indem du sagst ja oder nein oder was ist los? Was ist das Problem? Ich bin kein Erdogan-Fan, aber Unrecht, Unrecht muss getadelt werden. Und klar hat die Bild-Zeitung nicht nur Erdogan, sondern sämtlichen Parteien und Personen und weiß was ich, Unrecht zugefügt. So wie auch den Muslimen. Absolut klar. Denn wie kann es sein, dass wir über Meinungsfreiheit sprechen, über Religionsfreiheit sprechen und dann schaust du, die Bild sagt dies und das. Oder diese Medien sagen dies und das. Was aber ungerecht ist, über Erdogan. Selbst wenn dieses über einen Nicht-Muslim passiert, selbst wenn dieses über dem oder über dem passiert, Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht und wird immer Unrecht bleiben. Wird immer Unrecht bleiben. Und das ist die Sache. Wie gesagt, ich bin kein Erdogan-Fan. Noch wünsche ich ihm den Tod. Nein, ich wünsche ihm die Rechtsleitung. Sicher hat er gute Sachen. Und sicher hat er schlechte Sachen. Sicher habe ich vielleicht gute Sachen. Und sicher habe ich Fehler. Und das ist die Sache. Ich möchte nicht die ganze Zeit darüber sprechen und was hältst du von dem und was hältst du von dem und was hältst du von dem. Und subhanallah, da gibt es noch Leute, die sagen, ja, und die nennen sich Muslime und sagen, ja, Erdogan, der will die Scharia einführen. Ehrlich gesagt nicht, dass ich wüsste. Und zweitens, wo liegt das Problem? Jeder Muslim muss, ich betone, muss die Scharia leben. Und ich fordere jedem heraus, jeder Einzelne wird von mir jetzt herausgefordert. Ich werde oben in der Videobeschreibung ein Video markieren, also einen Link positionieren und am Ende des Videos über die Scharia ein kleines Video, 55 Minuten. Wer die Wahrheit hören möchte, der wird sich die 55 Minuten auch nehmen, oder? Natürlich. Schau es dir an und dann weißt du, was die Scharia ist. Ein kleiner Teil davon. Und ich sage dir jetzt schon, die Juden haben in Deutschland große Rechte. Okay, nehmen wir das Beispiel Juden. Sie haben in Deutschland ganz klar starke Rechte. Sicher haben sie in ihrem eigenen Staat noch mehr Rechte, oder? Okay, ich stimme mir zu. In einem Land, wo die Scharia herrscht, haben diese Juden noch mehr Rechte, als sie jetzt in ihrem eigenen Staat und hier in Deutschland haben. Du sagst, ach was, ich sag dir, natürlich ist das so. Forsch mal in der Geschichte nach. Forsch mal in der Geschichte nach. Und dann wirst du es sehen. Hör auf mit Bild-Zeitung, hör auf mit diesem ganzen Gequatsche. Und hör auf von morgens bis abends über Erdogan oder über Netanyahu oder über einen König von Saudi-Arabien oder über den da oder den da oder weiß was ich. Ich frag dich, du bist vielleicht mittlerweile schon seit einem Jahr mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Wo ist der Erfolg?
Für dich persönlich. Und wo ist der Nutzen für die Gesellschaft? Wo? Ich frag dich ganz ehrlich. Einer, der 50 Euro zum Beispiel an Ansar International gespendet hat, damit sie einen Brunnen in Afrika oder sonst wo erbauen, damit die Menschen dort, die armen Menschen und so weiter und so fort, von diesem Brunnen Wasser entnehmen können. 50 Euro, okay? Bestimmt hat der mit diesen 50 Euro mehr geleistet als du in diesem ganzen Jahr. Bla 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 bla. Was ist das? Das interessiert mir sowas von nicht. Interessiert mich nicht. Achi. Diese Frage habe ich so oft bekommen. Ich dachte mir, mach mal ein Video und lass die Sache entstehen. Lass die Leute wissen, mich interessiert das nicht, das Thema. Aber mich interessiert die Wahrheit. Und niemand darf dem anderen Unrecht zufügen. Habe ich recht? Meinungsfreiheit, wenn sie für den einen gilt, muss sie auch für den anderen gelten. Und Religionsfreiheit, wenn sie für den einen gilt, muss sie für den anderen gelten. Habe ich recht? Ich habe recht. Warum? Weil es die Wahrheit ist. Und du sollst nicht blind vorsehen. Nee, nee, du hast nicht recht und weißt, was ich und diese ganzen Geschichten. Deswegen öffne dein Herz für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit und lasse ab von diesem Hass im Herzen, der niemanden von uns gut tut. Denn dieser Hass beinhaltet nicht die Wahrheit. Wenn ein Marcel Hesse jemanden tötet, so hassen wir diese Tat an diesem. Natürlich, wir hassen diese Tat, denn es ist für wahr eine abscheuliche Tat. Okay? Aber wenn jemand etwas nicht getan hat und dann kommt dieser und redet über ihn, dass er jenes getan hat, dieser aber unschuldig ist in dieser Hinsicht, so schauen wir auf dem und sagen, deine Tat ist abscheulich, denn deine Tat ist Unrecht gegenüber dem. Selbst wenn er nicht unbedingt der beste Mensch ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Es geht hier einfach um die Wahrheit. Und ich möchte einfach nur die Wahrheit predigen. Dieser Kanal ist für die Wahrheit da. Selbst wenn 1000 Leute vor mir stehen, selbst wenn eine Polizeimannschaft vor mir steht, interessiert mich nicht. Wenn ich die Wahrheit sagen will, dann werde ich sie sagen. Lieber, ihr kennt doch bestimmt, sehr viele von euch kennen diesen Spruch, oder? Lieber sterbe ich mit der Wahrheit, als mit der Lüge aufzustehen. Und übrigens, auch an die Islamhasser, ihr könnt uns gerne abonnieren. Diesen Kanal sind nicht nur für Muslime. Dieser Kanal ist für alle Menschen. Der Islam verbindet, ist für alle da. Jeder darf uns abonnieren. Selbst wenn du sagst, ich mag den Islam nicht, abonniere uns und erfahre die Wahrheit. Kein Problem. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.